Ich bin die Karin Ohrherlinger und ein Viertel von nonkonform. Ein anderes Viertel sitzt neben mir und wir haben noch zwei Partnerinnen, also einen Roland Gruber und eine Katharina Koth-Miller, die heute nicht da sind. Wir sind vier Partner, uns gibt es seit 15, 16 Jahren. Unser Büro ist jetzt auch ungefähr ebenso groß in Personen, 15, 16 circa. Peter Nageler, ich habe in Graz Architektur studiert, weiß also nicht mehr, was klassischer Architekt ist, sozusagen in dem Namen, dass man sich so bezeichnet, sondern ich glaube, dass wir extrem viele Berufsfelder haben, die wir nicht abdecken als Branche, als Architekturschaffende. Und wir haben, wenn ich das in der Vorstellung sage, eines gemacht, dass wir ein neues Arbeitsfeld gesucht haben. Das ist das der Partizipation. Das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir machen das zum Programm und wir entwickeln eine Methodik, mit der wir solche Projekte in Zukunft angehen und haben dann die vor Ort Ideenwerkstatt, hat es damals geheißen, jetzt heißt es nonkonform Ideenwerkstatt, das ist aber wurscht. Es ist einfach eine sehr zeitkomprimierte ein Beteiligungsformat, wo wir als Büro 3 Tage vor Ort fahren. Und wir haben einfach von Anfang an mit dieser Methode extrem gute Erfahrungen gemacht, weil du die Bedarfe und das, was die Menschen vor Ort brauchen, wirklich gut extrahieren kannst und dann gut damit arbeiten kannst. Ja? Und das ist jetzt nicht so, dass das ein Wunschkonzert ist, dass die Leute dann sagen, ich hätte da jetzt gern ein Bankerl und da bitte ein Blumenrabatterl, ja? Sondern uns ist es wichtig, das, was die Menschen denken, was ihre Erfahrungen sind, in unsere Überlegungen mit einzubeziehen. Aber es ist nach wie vor klar so, dass die Expertise, unsere Fachexpertise natürlich auch da ist und eingebracht wird. Das haben ja viele Architekten, haben ja irgendwie ein Problem mit partizipativen Prozessen, eben weil sie genau das Gefühl haben, also sie sind ja eine fachliche Expertise und wollen nicht, dass jeder mit reinreden kann. Also habt ihr auch mal Schwierigkeiten gehabt oder? Ich gehe davon aus, dass es Konflikte gibt, wenn man die Arroganz hat, nicht zu akzeptieren, dass Architektur kein rein formaler Aspekt ist. Wenn du das als, für dich als Anspruch hast als Planer, dann wirst du keine Partizipation machen. Ja, weil dann ist jeder wie immer geartete Aspekt, der deiner eigenen Vorstellung nicht entspricht, nicht legitimierbar. Und ich sehe das aber umgekehrt. Also ich denke mal, warum sollen Leute ihre Galerien, ihre durchaus exponierten Stellen nach außen, das ist meistens der Balkon, nicht selber gestalten. Ja? Also warum muss das reinbleiben und das Architekturdetail bis zum Schluss sozusagen überbleiben? Ich finde es eher spannend, dass es eine Lebendigkeit gäbe, wenn dieser Individualismus, der da drin steckt, nach außen treten darf. Jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Für die Stadt Haag habt ihr ein temporäres Theater entworfen. Was ist der besondere Reiz an Theaterbauten? Dass man selber zuschauen darf. Und also Theaterbau, muss man immer aufpassen, wir haben kein Theater gebaut, wir haben eine Tribüne gebaut. Das Theater ist der Ort selber, also der Platz, der sozusagen in Haag dieses Theater ermöglicht, dieses Sommertheater. Jetzt Richtung Theater haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass natürlich man überall Theater spielen kann. Gibt es auch irgendwie Gemeinsamkeiten von Theater und Architektur, also jetzt irgendwie von Inszenierung oder erzählerischen Aspekten oder so? Also Gemeinsamkeiten finde ich sozusagen auf der Ebene, dass du bei einem Projekt auch eine Partitur haben könntest. Ja? Also einen klaren Ablauf, der dich am Ende zum Ziel führt. Das, was mir an unserem Job noch mehr taugt, dass ich viel mehr improvisieren kann. Also wenn ich ein Stück einübe, das ist mir da in Haag sehr stark aufgefallen ist, dann gibt es halt sehr stark, wie diese Szene gespielt werden soll. Und dann bleibt ja die Nuance, ja, dass ich sprachlich nachagieren kann, aber im Entwurfsprozess bin ich immer frei. Ja. Also ich hab eine starke Möglichkeit, Inspiration walten zu lassen, kann viel recherchieren, aber ich kann dann nur in dem Moment erzeugen, was da ist in mir. Ja. Es gibt aber auch Improvisationstheater. Ja, aber das ist ja nicht klassisches Theater. Eh nicht. Es gibt auch super Das hat Tanztheater, dafür das wieder ganz viel mit Beteiligungsprozessen zu tun. Genau.
Also da haben wir schon sehr oft das Gefühl, dass es mit Improvisationstheater zu tun hat. Ja. Das, was wir machen, ja. Ja, die Ideenwerkstätten, ja. Also so, dass du einfach immer reagieren musst, ja, auf das, was passiert da gerade im Prozess, was passiert mit den Leuten, was ist da gerade für Stimmung in der Gruppe, ja, du musst immer agieren. In unserer letzten Staffel hatten wir nur Männer in den Porträts, sind wir dann irgendwann draufgekommen. Sind Frauen in der Architektur unterrepräsentiert? Bei uns nicht. Wir haben, wir sind ein reines Frauenbüro. Okay, ganz so ist es nicht, aber de facto sind wir viel mehr Frauen. Ja. Weiß ich nicht warum, vielleicht weil eben die ganzen prozessualen, kommunikativen Fähigkeiten mehr gefragt sind bei dem, was wir tun. Vielleicht sind Frauen da besser, das will ich nicht behaupten. Ja. Das ist aber so ein Vorurteil, das irgendwo herumschwebt. Ich weiß es nicht. Ja. Wir versuchen immer auch Männer zu kriegen. Also, ist jetzt, was wir das bewusst machen. Also zu glauben, dass Architektur die Frauen machen, anders ist, wie die vielleicht Männer machen. Sonst, also in der Architekturszene, warum sind da Männer so dominant? Studieren ja viel mehr Frauen. Das ist ein absolut gesellschaftspolitisches Thema. Ja? Das weiß ich von der IG, die Untersuchung, dass dann, ja, also es studieren mehr Frauen, es machen mehr Abschlüsse und Büro gründen du nicht einmal ein Drittel. Ja? Weil ich kenne das. Ja? Meine Frau hat sich selbstständig gemacht in einem anderen Beruf. Wenn ich so lange nachgedacht hätte, ob ich gut genug bin, mich selbstständig zu machen, wäre es heute noch nicht. Ich gebe da insofern recht, also Frauen sind, glaube ich, generell perfektionistischer als Männer. Und das führt dazu, dass sie weniger leicht den Schritt machen, irgendwas, einen Schritt ins Risiko zu gehen. Und natürlich spielt die Familiensituation eine Rolle, ja, die es oft erschwert. Also es ist ja nicht nur architekturspezifisch. Ja, dann ist schon zur Abschlussfrage. Was habt ihr für Tipps für Architekturstudierende? Tipps für Architekturstudierende? Sich überlegen, was einem Spaß macht. Ja, was man gern tut. Schauen, ob man das mit der Architektur verknüpfen kann. Wenn man draufkommt, es geht nicht, vielleicht was anderes machen. Ich glaube einfach, dass man nicht glauben darf, irgendwie in dieser Ausbildung schon vermittelt zu bekommen, was dann Architektur als sein kann. Und ich kann Architekturstudierenden nur raten, stärker einzufordern, dass ihr ein breiteres Ausbildungsspektrum kriegt. Architektur ist nicht nur Objektplanung. Architektur hat dahinter viel stärker mit städtebaulichen, sozialen Fragen zu tun. Und deshalb glaube ich, dass für Studierende ich ihnen halt raten würde, durchaus 2-3 Jahre in Büros zu arbeiten, nebenbei. Und dann wieder ein Studienprojekt zu machen, nämlich mit der eigenen Vision. Und nicht zu sagen, ich habe jetzt einen Katalog und den Bachelor mache ich in 3 Jahren oder was weiß ich, wie lange braucht es. Ja, ihr braucht es eh länger, weil ihr tut was anderes. Das finde ich irgendwie großartig. Ja. Und ich glaube einfach, dass man dann zurückgeht auf die Uni und sagt, mit dem Erfahrungsschatz mache ich jetzt mein Projekt.